Schwein habe ich auch. Brezen. Hähnchen habe ich nicht. Gut. Ich möchte, dass sie eine ausgewogene Kost haben. Aber immer noch keine Buddha. So, dann. Nö. Gildenmeister nicht. So, was gibt es denn noch so, wo ich hin könnte? Ich könnte durch die Stadt gehen und dann noch was suchen. Nach dem Teilen suchen. Aber ich habe keinen Bock drauf. Also werde ich mal stehen bleiben. Ja. Wen wollte ich mich nochmal anschließen? Nord. Dann sollten wir damit. Okay, das war ein dämlicher Leck. Das tut mir leid, weil dafür kann ich nichts. Dann werden wir uns mal den Nords anschließen, aber vorher nach der Hellebarde suchen. Hellebarde, 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 Hellebarde. Die haben keine Hellebarde. Die haben nicht meine Hellebarde. So, gut, dann gehen wir mal zur Burg. Wir gehen. Oh Gott, das ein. Der Typ da hinten, der im weißen Ding, sah gerade so aus, als würde er tanzen. So. Gehen wir in die Burg und sprechen mit dem König. Und wir sind schon im nächsten Video. Hallo und herzlich willkommen zu denen, die es noch nicht gewusst haben. Nein, es ist mir eigentlich egal. König Ragnar. Gott, bist du hässlich. Mein Name lautet Drachenprofil, steht zu Diensten her. Ich bin König Ragnar, immer von gewöhnlicher Geburt sein. Bla bla bla. Ja. Wenn ihr euch den anschließen möchtet, dann müsst ihr euch Aufgaben von ihr geben lassen. Und dann sagt er euch, was ihr machen sollt. Ich muss Fürst Gundur, der sich momentan in Burg Telrock aufhalten sollte, einen Brief schicken. Würdet ihr ihn für mich abliefern, falls ihr in diese Richtung reist? Dann muss den Brief innerhalb von 30 Tagen in den Händen halten. Ihr wisst, ich werde an Burg Telrock vorbeikommen und die Überbringung des Briefes sollte kein Problem darstellen. Mein Fürst, ich bezweifle Fürst Gundur in nächster Zeit zu sehen. Ihr tätet besser daran, jemanden anderes zu schicken. Und den letzten solltet ihr nie nehmen? Hä? Ich bin kein Laufbursche. Werbt einen Boten für euren kleinen Kram an. Deswegen nehmen wir. Aber ich möchte ja den haben. Ich will die Quest machen. Nehme ich also das erst an. Ich weiß es zu schätzen, Drachenboot 4. Hier ist der Brief und ein kleiner Geldbetrag für eure Reisekosten. Grüßt Fürst Gundur von mir, wenn ihr den seht. Ja, ja, ja. Was interessiert mich? Telrockolok. Telrock. Telrock. Burg Telrock auf Karte anzeigen. Ach, da. Okay, aber wir laufen dahin. Wir laufen da schön hin. Ja. Das ist besser so. Dim, 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 dim. So. Wir sind bei Telrock angekommen. Mit Fürst Gundrus. Ich glaube Gundrus. Er will ein Treffen mit Fürst Gundrus, bla, ich heiße bla. Ich bringe Botschaft. Ach, lass mich einmal sehen. Wohl, ihr habt gut getan, Drachenboot, mir dies zu bringen. Nehmt meinen Siegel als Zeichen meiner Empfang und grüßt König Ragnar von mir. Für mich, wenn ich ihn seht. Bla bla bla. So, ihr könnt jetzt auch bei den Fürsten weitere Aufgaben machen und dann, ja, dort noch mehr Ehre zu bekommen und dann zu dem König gleich zurückreißen. Ich mache gleich bei ihm weiter, weil manchmal schicken sie einen wieder zum König zurück. Drachenboot 4. Zufälligerweise habe ich König Ragnar versprochen, dass ich eine Truppe Landsknechte für einen bevorstehenden Feldzug anwerben würde. Was haltet ihr davon, euch als Landsknecht-Hauptmann in den Diensten von Königreich von Nord zu stellen? Ich habe keinen Zweifel daran, dass ihr der Aufgabe gewachsen werdet. Ich bin nicht interessiert. Vielen Dank. Wohlan, ich schließe mich König Reich von Nords an. Ich bin interessiert, bitte erzählt mir mehr darüber. Ja, und dann könnt ihr ihn noch mehr weiter ausfragen. Das kann ich sogar kurz zeigen, was es so gibt. Ja, dann sagt er uns, was es so gibt. Wir kriegen 400 Dinar und dann gibt es noch 400 Dinar nach jedem Monat. Und bei einer Schlacht bekommen wir auch noch extra Kohle und so ein Kram. Ja, und was muss ich alles machen? Kann ich Burgen behalten? Kann ich einen Banner tragen? Ja, und ich nehme das an, weil das ist eine schöne Quest.
Perfekt, natürlich müsst ihr vorher einen formellen Treueschwur ableisten und euer Ehrenwort geben, dass ihr und euer Trupp für einen weiteren Zeitraum von nicht weniger als 3 Monaten im Sold von Königreich von Nord stehen würdet. Wie ihr wünscht, eure Feinde sind auch meine Feinde. Das wird ausreichen. Ihr habt eine kluge Entscheidung getroffen, mein Freund. Königreich von Nord bezahlt seinen loyalen Kämpfer gut und ich werde viele Belohnungen für... Belohnungen für eure Dienste erhalten. Nun schlage ich vor, dass ihr euch für den nächsten Feldzug vorbereitet, trainiert und wappnet eure Männer im Zwischenzeit so gut wie möglich und meldet euch schnell zur Stelle, wenn ihr zum Dienst herbeigerufen werdet. Ich muss mich nun empfehlen. Weiterziehen. Ja, jetzt sind wir Landsknechte. Wir dienen gerade Königreich Nord und warten einfach nur, bis uns gesagt wird, dass wir uns bei dem melden sollen. So, er sagte, wir sollen uns trainieren. Dann gehen wir zum Übungsplatz. So, ein bisschen schneller hin. Ich habe geschnitten. Nein, habe ich natürlich nicht. So, ab in den Übungsplatz. So, ihr nähert euch einen Übungsplatz, wo ihr eure Kampffertigkeit schärfen könnt. Welche Fertigkeit wollt ihr üben? So, dann können wir vorher mit den Typen sprechen. Ich weiß nicht, was er sagt. Gucken, habe ich noch nie gemacht. Dies ist ein Übungsplatz, wo ihr Grundlagen des Spiels kennenlernt. Aha. Zu sprechen, aha. Guten Tag, Junge. Ihr seht wie einer der Abenteurer aus, die in diesem Lande hier ihr Glück versuchen. Nun, ihr könnt meinen Worten Glauben schenken, wenn ich euch sage, dass ihr hier nicht lange überleben werdet, sofern ihr euch nicht aus einer Zwickmühle herauskämpfen könnt. Danke für euren Rat. Dieser Ort sieht wie ein Übungsplatz aus. Vielleicht kann ich hier die Kampfkunst erlernen. Für wahr, das könnt ihr. Ich bin ein Kriegsveteran. In meinem Leben habe ich... Bla bla bla, ist mir egal. Ja, ich habe tatsächlich einige Fragen. Ja, ich kann gleich mit der Übung beginnen. Mein nächster Gegner wird ein knapper sein. Ihr müsst zum Erreichen der nächsten Stufe noch 3 weitere Kämpfe hintereinander gewinnen. Seid ihr bereit? Jawohl, das bin ich. Ich bin bereit. Jetzt muss ich dich besiegen. Und irgendwie hat es kurz geleckt. Blöd war. Und jetzt muss ich mir wieder zu ihm hin. Dann sagt er, ja, das ist der nächste. Hab nicht gelesen, was es war, aber ist eigentlich immer egal. Das war wieder ein knapper. Ich will mal zu ihm laufen und dann portet er mich wieder weg. Böser Mann. Das nächste ist ein knapper. Toll. Oh, toll. Habe ich nicht gut gemacht. Ja, ich bin eine Stufe aufgegangen. Cool. Regulärer Kämpfer. Ja, ich bin irgendwie nicht bereit. So, bla. Nahkampfübungen. Mit wie vielen Gegnern wollt ihr es aufnehmen? 4. Oh, oh. Da muss ich mal... Nahkampf, nämlich 3. Dann können wir uns entscheiden, für welche. Von unserer Truppe. Sind das jetzt gefragt? Ich möchte gegen einen Rekruten von uns kämpfen, gegen einen Bogenschützen und gegen einen Lanzenreiter. Weiter. Jetzt kämpfe ich gegen meine eigenen Leute und trainiere sie damit selber mit. Da hinten seht ihr noch mehr Leute von mir. Ja. Da hinten seht ihr dann noch mehr Leute von mir. Und ich hab... Oh, ich dachte, der ist... tot? Nein, bewusst. So, also das... Diese Übung verlief perfekt. Ihr gewann 9 an Erfahrungspunkte. 9 Kegelsreiter gewannen 12 an Erfahrungspunkte. 6 Kegelsreiter gewannen 1 an Erfahrungspunkten. 4 berittene Kegelsbogenschützen gewannen 5 an Erfahrungspunkten. 6 Wegerekruten gewannen 20 an Erfahrungspunkten. 11 Wegefußsoldaten gewannen an 77 Erfahrungspunkten. 1 Wegeinfanterie gewannen 3 an Erfahrungspunkten. 2 Wege Scharmützler gewann 1 an Erfahrungspunkte. 1 Wege Veteran gewann 5 an Erfahrungspunkte. Wege Rekruten gewann zusätzlich 9 Erfahrung. Ja, geschafft. So. Mit welcher Fernkampfwaffe wollt ihr üben? Pfeil und Bogen, Armbrust, Wurfmesser. Ich mache alles durch. Pfeil und Bogen.
Wie weit wollt ihr entfernt stehen? 10 Meter. 10 Schritt. So, jetzt stehen wir 10 Schritt entfernt. Und. Oh. Wir schießen auf. Ups. Das habe ich für viel, weil ich aus Versehen meine Mutsch verrutscht habe. Ich habe meine Mutsch verrutscht. Nein, meine Maus verrutscht habe. Ich habe meine Mutsch verrutscht. Gott, wie komme ich auf solche Gedanken? So, und mein letzter Pfeil. Keine Pfeile mehr.